Heute startet der Rödersaal in Großröhrsdorf wieder mit Veranstaltungen nach den Einschränkungen durch die Corona-Maßnahmen der letzten Wochen und Monate. Es ist bereits der zweite Versuch, seit man im letzten September schon voller Hoffnung in den Spielbetrieb starten wollte. Los geht es mit einer turbulenten Show mit Henriette Ehrlich und Alf Marlow aus Dresden. Aber auch für Kinder und heimatverbundene Großröhrsdorfer stehen Höhepunkte im aktuellen Programm. Beate Dangris-Jacobowski freut sich besonders auch auf die Jugendweiheparty am 30. April und die vielen regelmäßigen Veranstaltungen, die ab nächsten Monat wieder starten werden. Wie die Varieté-Shows und den Tanztee am Sonntagnachmittag oder Kinovorführungen. Das aktuelle Programm finden Sie unter anderem unter rödersaal.de.